Jetzt das Radio PSR Sinnlos-Telefon. Die Kult-Comedy. Leipzig-Zentrale Vermittlung zu sprechen, Frau Bayer, guten Tag. Teichmann, wer ist denn zuständig für die blauen Papiertonnen im Leipziger Land? Wir haben 38 solche Tonnen auf dem LKW und ich weiß jetzt nicht, wo die hin sollen. Ja, bloß, ich bin eine Telefonzentrale, ich habe mit Ordnungsamt, mit Tiefbauamt, mit Jugendamt zu tun, aber mit den Tonnen, da kann ich Ihnen nicht helfen. Mit Jugendamt haben wir selber zu tun, zu Hause wegen unseren Schungen. Weil der immer klaut, hören Sie mir ja auf. Also Schürenamt ist bei mir ein rotes Tuch. Jetzt kommen Sie schon mittwochs und wollen gucken ins Kinderzimmer, ob Ordnung ist und ob er sein Schulzeug macht. Ich habe schon immer zu denen gesagt, der Eis denn wird was. Der macht sein Weg, der Dino. Da brauchen die sich nicht reinhängen, die Fächel. Jetzt soll er das Lehrgut runterbringen, der säuft gerne mal, der ist 14 geworden. Die trinken nur auch mal gerne auf dem Schulhof. Dorf oder ne? Naja, ganz was Neues. Also mit dem brauchst du nicht kommen. Ich will wissen, was ich mit den Tonnen machen soll jetzt hier. Doch nicht. Passen Sie auf, ich heiße in Streusenkram. Hier ist scheiße, komm, wenn ihr nicht wisst, mit euren Tonnen hin vorne gehen. Das sind doch nicht meine Tonnen, ich hab doch nicht mit dem Landkreis zu tun. Mit Jugendamt, ich weiß. Rufen Sie doch mal die 657 viermal die 1 ja, an. Ja, das ist eben so, das traue ich mir nicht, weil ich denke, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht mit den Tonnen, weil die standen ja vor der Eichenheime, oder? Wenn ich die jetzt alle aufgeladen habe, da haben die alle Eichenheime ja keine Tonnen mehr. Dann müssen Sie dann nicht wieder eine leere hinstellen, wenn Sie eine volle nehmen? Normalerweise, ja. Dann rufen Sie doch mal ganz unverbindlich die Nummer an, die ich sage. Dann habe ich Jugendamt dran, da habe ich genug. Mit dem Jugendamt draußen sind wir auch nicht mehr erwähnt. Das ist doch nicht Jugendamt, das ist das Abfalltelefon, das Stadtreinigungsamt. Frau Bayer! Ja? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach was. Ich hab sie veräppelt. Oh, das ist aber gelungen. Tschüss. Sinnlos Telefon, die Kult-Comedy bei Radio PSR.